Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 70. Das Ganze ist wie immer ein Wochenupdate zum Bau meiner alten Modellbahnanlage von Anfang an. Jede Woche Freitag 18 Uhr hochgeladen, pünktlich natürlich. Ja, und heute geht's um den Steintunnel, um das sogenannte schwarze Monster von der letzten Woche. Das wollen wir mal wegmachen. Eigentlich wollte ich das Video mit dem Tunnelteil 2 heute gar nicht bringen. Das wollte ich nächste Woche oder übernächste Woche bringen. Aber nachdem ich doch auf ein bisschen Verwunderung gestoßen bin, dass manche dachten, ich baue da wirklich so ein schwarzes Ding dahin oder auch fragen, warum ich die Steine nicht habe blicken lassen, das möchte ich heute ganz gerne im Video hier beantworten. Und ich möchte euch recht herzlich dazu einladen. Das Ganze ist wie immer für Anfänger, für Modellbahnfreunde, für Modellbahnprofis. Ich freue mich über jeden, der zuschaut. Und dann würde ich sagen, bis nach dem Intro, bis gleich. Ja, und da bin ich wieder zurück. Also recht herzlich willkommen zurück zum Video. Vielleicht gleich am Anfang, weil ich weiß, das wird nicht lange eingeblendet. Das Sperrholz, was ich ja eben hatte und hier die Apfelsinkisten oder auch Mandarinkisten. Ich weiß es nicht mehr, was es gewesen ist. Da wollte ich bloß ganz kurz sagen, bevor ich jetzt ein anderes Thema anschneide. Das habe ich mir gekauft damals. Ich habe jede Menge Sperrholz da, aber ich möchte ganz gerne hier jetzt auch, na, ich sag mal, man muss nicht immer alles teuer bezahlen. Man kann ja auch sich die Kisten, die habe ich mir besorgt, die kriegt man in jeder Kaufhalle oder an jedem Discounter. Die liegen da hinten rum, man muss bloß nicht fragen. Dann kann man die sich mitnehmen und dann kann man die sich hier schön zurechtschneiden und gekostet hat es gar nichts. Ja, was mache ich jetzt hier? Ich fange jetzt natürlich an, den Untergrund zu bauen. Ich will ja an den sogenannten schwarzen Monster, an dem schwarzen Steintunnel, wo ich ja letzte Woche so ein bisschen... Ich habe sogar eine E-Mail von jemandem bekommen, da will ich aber gar nicht groß drauf eingehen. Und das möchte ich natürlich jetzt hier zeigen, wie es weitergeht. Das bleibt natürlich nicht so, das bleibt auch nicht so grob, wie es da stand. Ich habe das ja grundiert, ich habe dann nochmal, wie man hier sieht, so schöne weiße Flecken drauf gemacht. Das sieht aus wie eine Kuh falsch rum. Aber ist egal, darauf möchte ich heute reingehen. Ihr habt es ja eingangs schon gesehen, dass der Tunnel so ein bisschen besser aussieht, als er jetzt hier aussieht. Aber was mache ich jetzt erstmal hier? Und zwar unterhalb der Fabrik, das Gleis, was da oben langläuft, da möchte ich natürlich jetzt das weiterführen. Und zwar wird das auch ein abnehmbares Teil sein. Wenn ihr euch erinnert, mein Landeplatzmodul oben ist ja auch abnehmbar. Ich komme nicht runter. Ich kann ja auch gar nicht von meiner Anlage von hinten oder von der Seite ran. Ich kann tatsächlich nur von vorne ran. Ich kann sonst nichts weiter machen, wenn mir ein Zug entgleist. Oder schlimmer noch, ich habe es heute festgestellt, ich wollte meine Gleise reinigen, da muss ich das natürlich auch das, was ich jetzt hier einbaue, ja, rausbauen. Es sei denn, ich fahre hier jede Woche mit der Eisenbahn durch die Gegend oder ich habe meine Reinigungswaggons hinten dran. Das kann ich aber nicht immer machen, weil ich baue recht viel, ihr wisst das. Ich bin, ja, ich will nicht sagen fast nur der Bauer, aber es ist so, dass ich, wenn ich baue, da werden auch die Gleise mal dreckig und wie auch immer. Da muss ich natürlich Obacht geben, dass ich an alles immer rankomme. Oder wenn ich die Kabel noch ordentlich verlegen muss. Oder wenn neue Kabel dazukommen. Ich muss ja mal drankommen, wenn ich da was durchfädle oder sowas. Also deswegen das Ganze immer wieder abnehmbar, sodass ich an alles immer wieder ja, rankomme, damit ich da schön ja, Wartung durchführen kann. Ja, bla, ne? Ja, was mache ich jetzt hier im Hintergrund? Jetzt habe ich so viel geschwafelt, jetzt sind die ersten 3 Minuten wahrscheinlich schon wieder rum. Aber jetzt gucken wir mal dazu. Ich klebe jetzt hier, das brauche ich keinen zu sagen, ein Holzleistchen auf. Und zwar war das Ganze jetzt die Begrenzung von dieser Plattform. Die ist ja gar nicht viel größer, wenn ich erinnert euch oben an die an den Landeplatz. Ich habe irgendwie eben ziemlich kleine Module, die ich immer hier bauen will oder kann oder darf oder möchte.
Und das Ganze wird jetzt hier eingebaut. Hier sehen wir es auch schon links, wie es drin ist. Das Ganze wird abnehmbar. Den Steinhaufen, den habe ich jetzt hier schon mal hingeklebt mit Heißkleber. Das haben wir im letzten Video gesehen, wie das gemacht wurde. Hier sehen wir jetzt auch das Verspachteln. Da gehe ich jetzt auch überhaupt nicht groß drauf ein. Das ist ja alles im Video Nummer 69 nochmal zu sehen. Ich habe es jetzt hier bloß im Schnelldurchlauf gemacht. Ich habe das heute generell gemacht. Manche Aufnahmen später werden mit achtfacher Geschwindigkeit sogar ablaufen. Das jetzt hier ist, glaube ich, vierfache, wenn ich alles täuscht. Ist aber auch eigentlich egal. Ich wollte es nur zeigen, und zwar der Übergang zwischen diesen beiden Modulen. Hier sehen wir es, wie ich das abziehen kann. Der ist fast unsichtbar. Das stecke ich unten dahinter. Das habe ich ja mit dem Sperrholz da ausgesägt. Das stecke ich dann dahinter. So wie es jetzt hier ist, so leicht schräg. Dann wird das nach hinten geklickt und auf der linken Seite kann man das Ganze einrasten. Und wenn das nachher noch ein bisschen bearbeitet ist, da kommt ja zum Schluss, das sehen wir heute allerdings nicht mehr, auch noch Erde mit drauf, da kommt Bepflanzung mit drauf, da kommt ja alles Mögliche noch hin. Und das möchte ich euch natürlich dann ja beim nächsten, übernächsten oder überübernächsten Mal zeigen, wie ich das machen werde. Ich habe noch ein paar andere Themen, die ich ganz gerne einsprechen oder ein ja, als Video machen will für euch. Aber das lag mir heute ein bisschen auf dem Herzen, dass ich das Ganze mal ein bisschen hier negiere, was wir da mit dem schwarzen Tunnel, weil ich hatte ja die Fragen, warum ich unter anderem alles schwarz grundiere, ja unabhängig davon, dass das eine Macke von mir ist, ist es so, dass mir die Strukturen der Steine natürlich alles viel, viel zu grob war. Ich meine, wir bauen hier eine Spur N auf oder ich baue eine Spur N auf. Ihr habt ja meistens auch eine. Meine Zuschauer sind ja meistens selber N-Bahner. Aber selbst die anderen, ob das TT, H0 oder größer ist, auch die haben mit Strukturen zu kämpfen. Und wenn ich bloß die Steine hinmache und lasse da was rausgucken, das hätte überhaupt nicht hier zu meiner Anlage gepasst, zu meinem Anlagenstil gepasst. Wenn man euch erinnert, was da hinten alles zu sehen ist, und ich hätte da die groben Steine rausgucken lassen. Nee, das hat sich so gebissen mit der Optik meiner Modellbahnanlage. Vielleicht werdet ihr das jetzt verstehen, wenn ich das Ganze hier gestalte, was ich vorhatte. Es ist mit den schwarzen Tunnel, hat ja nun nicht jedem gefallen, muss es ja auch gar nicht. Aber ist doch klar, dass das nicht so bleibt. Das wird doch alles verändert. Das ist ja, kennt mich doch. Ich lasse das doch nicht so. Hier sehen wir übrigens mal die Struktur, die Steinstrukturpaste, was die für kleine so Kriesel dahinter lässt. So kleine Strukturen in den Stein, so dass das Ganze natürlich wirklich mehr wirkt wie bei, ja, bei feinere Steinen. Arten halt, die da drauf liegen und nicht so lange, große, breite Flächen oder am besten noch so wie Gartenmauer-Look, wie das ja am Anfang aussah, wie ich es da hingestellt habe. Und verspachtelt habe ich es natürlich deswegen, weil ich möchte, dass es größere Strukturen gibt. Ich wollte über das Maß der einzelnen Steine rausgehen, sodass es eben auch größere Flächen ergibt. Und das wollte ich natürlich jetzt hier entsprechend damit zeigen. Ja, wie gesagt, deswegen lasse ich es nicht rausgucken oder ich mache auch das dazwischen. Hier sieht man es ganz schön, dass die einzelnen Steine teilweise gar nicht mehr zu sehen sind. Die sollten tatsächlich nur die Struktur dieses Tunnels bilden. Das heißt, ich hatte die Steine genutzt, weil wenn man jetzt alles mit Gips da aufspachteln wollte, hätte ich vielleicht gar nicht so teilweise die schönen, wie man das hier vorne rechts eben gesehen hat, die schönen Steinformationen so gehabt. Deswegen habe ich das gemauert, weil das einfach, ja, echt ist besser. Man sieht es. Also ich bin der Meinung, wenn die Steine teilweise übereinander liegen, jetzt sind wir übrigens bei einer achtfachen Geschwindigkeit hier, wenn die übereinander liegen, dass das einfach nicht wirkt, wenn das wie eine Mauer halt ist. Und deswegen wurde alles ständig verspachtelt und aufgearbeitet und entsprechend dann hier so in Form gebracht, dass es halt eine Einheit mehr alles bildet. Was ich jetzt mache im Hintergrund, sieht man, ich trage jetzt hier Farben auf. Das heißt, nachdem ich das Ganze grundiert habe, zweimal, einmal mit dieser leicht beige Farben, dann da kam das Grau drauf, dann kam das Schwarz drauf, jetzt ist das Braun dran und entsprechend wird das Ganze jetzt hier dann auch noch mit einem Wasserpinsel alles schön weich gemacht. Das heißt, dass ich keine harten Übergänge habe, sondern ich habe das jetzt alles als weiche, fließende Übergänge hier reingebracht. Auch wenn man zum Schluss gar nicht mehr so viel sehen mag davon, weil ich ja dann auch noch alles überarbeiten werde. Da kommt ja nachher Bepflanzung drauf, da fehlt noch Erde mit drauf, da kommt ja so viel noch ran. Oben habe ich übrigens, hier sehen wir schön, die Vorbilder reingelegt, zwei Originalsteine, von denen die ich vermauert habe. Ich wollte die nicht kopieren, die sollten nicht eins zu eins so aussehen, wie das da oben aussieht, aber die sollten dem recht nahe kommen. Ich habe mir das einfach nur als Vorbild hingelegt und entsprechend wollte ich das Ganze dann hier ein bisschen, naja, nachbilden, aber halt nur grob, so als Anhalt irgendwo.
Hier habe ich jetzt dann zum Schluss, was haben wir jetzt drauf gemacht? Hier kommt noch mal so ein Grün rein. Das heißt, hier wollte ich so ein bisschen Moos oder ja, das weiß ich. Wenn man sich so Felswände anguckt, die vielleicht an bestimmten Stellen feucht sind, da hat man ja immer dann so diese leicht grünen Flecken drauf. Und das habe ich hier halt reingemacht. Hier sehen wir es mal ein bisschen mehr im Detail, was nicht ganz so rast wie das ganze Achtfache. Hier sieht man mal in der Echtzeitgeschwindigkeit, wie ich das Ganze bearbeitet habe. Das heißt, ich gehe ja teilweise wirklich mit einem kleinen Pinsel ran, habe das vorher nass gemacht, das soll ja alles irgendwo reinlaufen, gehe bestimmte Strukturen ab. Und hier sehen wir sehr schön in der Mitte, dass das eben, das waren viele, viele Steine. Das ist alles mit diesem Spachtel dann so überarbeitet worden, so dass es eben größere Formate hier ergibt und dass das Ganze irgendwo mehr ein stimmiges Bild ist. Das Ganze hält übrigens alles noch nach. Wenn wir das relativ dunkel jetzt hier sehen, wenn die Farbe trocken ist, wirkt das ganz anders. Auch das Glänzende ist dann weg, ne? Das bleibt ja alles nicht so. Und ich blende es ja auch immer oben rein, dass das selbst das ist nichts Finales, was wir hier sehen. Ich habe es nur zur Richtigstellung reingebracht, weil ich konnte es verstehen, dass manche sagen, Mensch, das schwarze Ding da, ja, klar, logisch. Aber wie gesagt, ich wollte es halt versuchen, so realistisch wie möglich zu machen. Hier sehen wir auch, wie jetzt mit grauer Farbe so die Kanten der Steine noch versuche, ein bisschen vorzuheben. Und mir geht es immer, wie es vielen auch von euch geht, dass in echt, wenn man hier vor der Anlage steht, wirkt das noch mal viel, viel besser, weil das ist plastisch. Hier oben sehen wir es auch ganz gut, wie das da wirken kann. Aber wie gesagt, wenn ich vor der Anlage stehe, und hier ist ja auch ein so großer Zoom, da sieht man ja jede Pinselbürste, die ich verliere, die ich ja dann alle zum Schluss noch da absammeln konnte, sieht das natürlich noch viel plastischer aus, wenn man hier vor der Anlage ransteht. Aber ich denke, mir persönlich gefällt es. Und wenn wir übrigens hier oben mal den Tunneleingang sehen, den oberen Bereich da, da wird zum Beispiel später, ich will mal sagen, wie aus Holz, wie so Holzgerüste reingebaut in dem Tunnel noch. Da, wo die Lok jetzt gerade reinfährt. Holzgerüste rein, die noch so ein bisschen aus dem Berg rauskommen. Da wird noch so viel gemacht. Da kommen noch Plattformen, Geländer. Wie gesagt, freut euch drauf, wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne immer wieder reinschalten bei mir. Das kann man am besten über ein Abo lösen. Kleiner Aufruf. Nein, da kommt noch so viel. Also wie gesagt, das ist noch lange nicht das Ende von dem Ganzen, was wir jetzt vor uns sehen. Das ist alles nur der Grund. Ursprünglich sollte es erstmal schwarz bleiben, weil ich wollte an einer anderen Stelle weiterbauen. Ich wollte die Waggons mal endlich fertig machen, die ich mal angefangen hatte, die Donnerbüchsen. Aber das werde ich vielleicht nächste oder übernächste Woche reinmachen. Die Signale habe ich mittlerweile oben links schon fertig gebaut. Das wollte ich auch mal zeigen. Also da wäre jetzt so viel gekommen. Und naja, ist egal, dann habe ich eben das jetzt schon mal fertig. Da bin ich auch nicht traurig. Umso schöner sieht natürlich die Anlage aus. Ihr wisst ja, ich baue mich ja so schräg durch die Anlage. Ich mache das nicht. Ich sehe das bei vielen immer, dass da so viel noch... Die ganze Anlage ist fertig, die ist nur auf Holz gebaut. Da ist alles noch schon mit Ach was, ich mag es ganz gern, wenn die Landschaft fertig ist. Ich wollte nicht bloß das Holzgerüst runter haben, sondern wie gesagt, ich baue mich schräg durch. Und entsprechend ist natürlich der Fortschritt langsam bei mir. Aber wie gesagt, mich stört das nicht. Ich habe Spaß am Basteln, vielleicht merkt man es auch. Und deswegen, ja, kämpfe ich mich hier so langsam durch. Im Hintergrund sehen wir natürlich gerade jetzt mittlerweile schon den Test 2 von 3. Der ist auch beendet. Aber das könnt ihr euch ja nebenher angucken, während ich hier schwätze und schwatze. Das ist einfach nur der Test. Hier oben ist so ein Kamerahalter im Weg. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist nur so ein Test, ob alles funktioniert, weil ich musste ja auch die Gleise reinigen. Und mit denen, ja, wie gesagt, ist lange nicht gelaufen. Also musste ich da drin natürlich reinigen. Hinten, wenn man da aufmerksame Betrachter, ich weiß nicht, ob man sieht, mein Landeplatzmodul oben links fehlt gerade, weil ich da reingreifen musste, um die Gleise innen zu reinigen. Hier sehen wir gerade den kleinen Minizug zurückkommen. Hat seine Runde hinten gedreht. Und ja, damit war es das eigentlich schon. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche mit einem anderen Thema wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über Däumchen nach oben. Und wenn Kritik ist, dann äußert die natürlich und gebt nicht bloß einen Daumen nach unten, wenn euch was nicht gefallen hat, sondern schreibt doch rein, was los ist. Da freue ich mich doch viel mehr drüber. Konstruktive Kritik ohne Haspel, habe ich es nicht toll hingekriegt. Dann würde ich sagen, macht schön gut erstmal bis nächste Woche. Und ja, euer Aquapinter Aga Uli. Tschüss.